Yo Friends, was geht? Willkommen zu einer, ja, Rarität mittlerweile auf dem Kanal, Pokémon Masters. Und heute zeige ich euch am 8.6.2020, na, kann ja sein, dass es jemand Wochen oder Monate danach sieht, dieses Video, zeige ich euch so ein bisschen meinen Account, weil ich dachte mir letztens im Bett, Pokémon Masters, ja, das Spiel gibt es ja auch noch. Und ich zocke das nicht mal mehr privat. Erstens, weil es mir nicht mehr wirklich viel Spaß macht. Zweitens, weil ich nicht wirklich viel Zeit habe, weil ich viele Projekte geplant habe und aktuell noch aktiv auf dem Kanal habe. Aber ich dachte mir, whatever, ich bring das mal und gibt wahrscheinlich noch einige, die mich wegen Pokémon Masters abonniert haben. Whatever, warum nicht? Also, fangen wir an. Wo fange ich am besten an? Ja, vielleicht die Events oder so. Ja, ich bin sehr weit. Aktuell ist das Trainings-Event aktiv. Dann das spezielle Aktion-Event. Das mache ich ja immer täglich, weil da muss man, glaube ich, nur diese Daily-Coupons mitnehmen. Da bin ich auch sehr weit. Okay, fast alles durch. Den Rest, ich müsste es eigentlich machen. Das sind Free Gems. Das sind wie viel? 500, ne? Ne, 300, 400, 400, okay. Gut, ich dachte da oben, egal, whatever. 400. Ja, das habe ich fertig. Aber mal schauen, ob wir das machen oder nicht. So, habe ich schon, by the way, heute gesummelt. Was, 60k Dingens Gems? Ja, habe ich schon. Okay, das mache ich an sich, glaube ich, noch täglich, wenn ich mich einlogge. Ich glaube, ich habe jetzt aber 2 Tage verpasst, wo ich mich nicht eingeloggt habe. Aber ist auch egal. So, des Weiteren gehen wir... Das hat nichts mit meinem Account zu tun. Warum gehe ich da rein? Ich weiß es nicht. Des Weiteren gehen wir... in den Beutel. Warum nicht? So. So sehen meine Level-Up-Manuals aus. Meine Verstärkungsbücher / Level-Up-Bücher. So sehen meine Säfte aus. Das finde ich, to be honest, jetzt ganz cool. Dass die den Cap uncapped haben. Das 9999. Hätten sie viel früher machen sollen, meiner Meinung nach. Es sind so viele Säfte von mir einfach dadurch flöten gegangen. Und was ich auch schade finde, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, wenn wir in dem Tab sind, ja, ist das mit den Orbs. Aber wie gesagt, das dann gleich nochmal. So, dann haben wir hier meine Säfte, meine Notizbücher, die, ja, sehen okay aus. Dann die Trainingsmaschinen. Und da ist noch der alte Cap. Beziehungsweise, ich glaube, der Cap wurde da auch weggenommen, aber weil die Events halt nicht mehr da sind, ist es halt 9999. Ich finde es tatsächlich richtig cool, dass ich vom Mewtwo-Event noch so viel habe. Ach, nee, das Mewtwo-Event kam, doch, das Mewtwo-Event kam noch mal ein zweites Mal zurück, ne? Ja, ja, doch, okay, ja, ja, macht Sinn, warum ich dann so viel davon habe. So, 9800 Fähigkeitsessenzen, ja, 111, 111 Glücksrollen, ist sick. Und dann ja die Kekse. Ich glaube, ich habe mal erwähnt, dass ich knapp 100 habe. Ich glaube, ja. Ich hätte natürlich von allem locker über 100, aber ich glaube, habe nur 2 Replay-Tickets benutzt oder 3 oder 5 oder so bei diesem Hytera-Event, aber egal. Werden wir gleich sehen. Dann haben wir noch Potenzialpässe, wo ich, das weiß ich noch, letztens mich eingeloggt hatte und da stand noch, du hast irgendwie noch 4 oder 3 Tage oder so und ich habe nichts daraus gemacht, das heißt, einige Potenzialpässe sind einfach flöten gegangen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. An sich ist es schlimm, aber in meiner aktuellen Lage finde ich es nicht schlimm. So, dann noch die ohne Zeit. 56 Bronze, 11 Silber, 5 Gold und dann die ganzen Candies, die ich noch nicht benutzt habe, weil ich irgendwie aktuell keinen Sinn dahinter sehe, die zu benutzen. Aber ich habe gehört, viele haben für Max Eggs und oder Zedra King, glaube ich, die benutzt, ne? Da gab es irgendwie 2 coole Builds, die viel Schaden machen. Kann sein. Ja, dann das Material für die... fürs Gear, genau. Da habe ich auch relativ viel. Also ist nicht wirklich viel, aber... Ja, ich habe das ja nie wirklich gefarmt. Und jetzt aktuell, also bis dato, gibt es irgendwie, glaube ich, immer noch keinen Grund, diese X-Challenges zu machen. Naja, mal schauen. Vielleicht kommt der noch irgendwann was... Und dann kommen wir zu den Tab. 737 Daily Vouchers und 4k silberne Perlen und 2k goldene Perlen. By the way, ich habe von Anfang an, seitdem das Game released worden ist, den Sinn von Perlen nicht verstanden.
Warum? Ich meine, okay, das ist bei Pokémon Perlen verkaufen, kriegst Geld, ja, ist okay, aber wofür? Geld hat jetzt nicht wirklich Wert in dem Spiel, lass uns doch einfach Geld geben, also mach doch einfach, anstatt dass wir Perlen kriegen, kriegen wir das doppelte Geld oder dreifach oder so. I don't know, weiß nicht, ich habe den Sinn nie wirklich dahinter verstanden. Dann meine Replay-Tickets, 33, seht ihr. Ich weiß nicht, wie viel ich beim Hatera-Event benutzt habe, ich glaube aber 5 oder so oder vielleicht sogar mehr. Ich weiß es nicht, ich habe auf jeden Fall ein paar benutzt und dann habe ich gedacht so, hä. Ja, irgendwie sehe ich den Sinn dahinter nicht, also für mich. So, dann was ist das für Tickets? Ach, diese Belohnungstickets, die gab es ja bei 2 Events, glaube ich, abzuholen, ne? Jeweils 3 Stück oder so. Okay, habe ich nicht verwendet. Dann Evostone 92, kleine, 41 große. Da hoffe ich natürlich, dass in Zukunft wieder Pokémon gibt oder kommt oder neue Pokémon neue Evolines kriegen oder alte Pokémon Evolution Lines kriegen, was auch immer. Naja, so, dann haben wir hier Pässe. 146 Flug, 114 Wasser, Wettbewerbsstar, das sind diese Coins, die man, ich glaube, die kann man immer noch farmen für dieses aktuelle Event. Habe ich keinen Bock drauf, genau. Deswegen habe ich die letzten 3 oder 4 Sachen bei diesem einen Event nicht fertig gemacht. Ich glaube, das war dieses Flug-Event, ne, mit diesen Coins und so, ja, ja. Okay, jetzt weiß ich, warum ich die Gems auch nicht da geholt habe. Okay, whatever, werde ich auch nicht machen. Dann Mewtwo-Ticket, 226 und 9099, ja, von den anderen beiden Legis. Und dann kommen wir auch zu den Orbs und das ist das, was ich ansprechen wollte, was ich vorhin angesprochen habe. Die Orbs haben, glaube ich, leider immer noch einen Cap von 9999, ne, glaube ich. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich paar Mal leider mehrere hunderte Orbs, ja, in den Müll geworfen habe, weil ich am Cap-Limit war. Und das Game nichts sagt und trotzdem die Orbs einfach aufnimmt, obwohl vielleicht mal da eine Pop-Up-Message kommen sollte. Du bist am Cap, wir packen den Rest in deine Box. Okay, dann legst du dein Cap ab, gibst irgendwelchen random Pokémon Orbs und nimmst sie aus deiner Box, die Orbs, die du dann nicht nehmen konntest. Habe ich bis heute nicht verstanden, warum das nicht von Anfang an so geregelt ist. Aber okay, so sind meine Sync Orbs. Nichts Krasses, nichts Besonderes. Ich hau irgendwie, wie man sieht, random auf irgendwelchen Pokémon, auf denen ich hoffe, okay, wenn die Syncrit bekommen, könnten die useful werden. Ansonsten, wenn er so 15 oder ja, so, ne, wisst ihr, was ich meine? Das sind halt noch von den Älteren, wenn die einen Sync-Move benutzt haben. Ja, das dazu. Dann gehen wir zum Dex. Hier fehlt mir mittlerweile tatsächlich wahrscheinlich einiges, weil ich nicht gesummelt habe. Sehr, sehr lange. Sieht man auch an meinem Gem-Count. Ich habe sehr, sehr lange nicht gesummelt. Hab da aber auch persönlich einfach keinen Grund zu und hoffe, dass Blue noch kommt. Ich habe aber beim Video gebracht, das Video heißt Roadmap Leaks oder so, oder eine Roadmap an Leaks. Das war von einem Japaner, glaube ich. Der hat tatsächlich richtig viele Sync Pairs und Story Events und was weiß ich nicht gepostet und was noch in Zukunft kommen wird und so. Das ist erstens nicht zu 100% confirmed, das habe ich auch im Video, glaube ich, mehrfach gesagt. Deswegen gib mir nicht die Schuld, sollte irgendein Banner, irgendein Pokémon nicht an dem Datum erscheinen, wie es da im Bild zu sehen war. Des Weiteren könnte sich herausstellen, dass einiges wahr ist und einiges nicht, weil einiges, was da gelistet wurde, ist schon wirklich passiert, auch an dem Datum, wo der Typ es gelistet hat. Also, wenn das wahr ist, dann sollte diesen Monat demnächst, ich glaube, ich weiß nicht, am 16. oder 26.06. oder so irgendwie Tutok droppen. Irgendwie sowas stand da, glaube ich, im Bild und wurde mir nochmal von Naror aka Marco auf Discord geschrieben. Hat er mich nochmal daran erinnert, du hast doch so ein Leak-Video gepostet und Tutok kommt irgendwie, ich glaube, am 16. oder 26. hat er geschrieben, irgendwie sowas. Bin mir nicht mehr sicher, das Video ist uralt. Ich habe schon wieder vergessen, weil das ja nicht 100% wahre Leaks sind. Aber es kann stimmen, manches davon war nämlich dann ne, richtig. Aber ja, so, bevor ich jetzt hier weiterlabere, weiter geht's. Und zwar fehlen mir einiges, ihr seht's ja. Ich kann dir mal sagen, welche ich gerne tatsächlich hätte, die mir fehlen, wenn ich ehrlich bin, die ich auch testen möchte. Natürlich hier, Gillade.
Galagladi würde ich sehr gerne testen. Hab ja auch gesagt, dass ich da vielleicht summon werde, aber Problem ist, ich habe aktuell einfach keinen Spaß am Spiel. Deswegen kommen auch gar keine Videos zur Zeit. Und deswegen dachte ich mir, lasse ich es einfach. Vielleicht irgendwann kriege ich nochmal einen Funken und das springt dann zu einer Flamme über. Man weiß es nicht. Wen ich aber summon möchte, ist Elizard. Elizard ist dank Sword and Shield einer zu meinen favoritesten Pokémon geworden. Wenn nicht sogar vielleicht aktuell wirklich Favorite of the Month für mich persönlich. Und werde vielleicht auch mein Profilbild bzw. unser Banner aktualisieren mit Elizard. Habt ihr wirklich Bock drauf? Ich feiere dieses Pokémon seit Sword and Shield mega. Das hätte ich auch dann sehr gerne. Stalos würde ich auch mitnehmen, einfach weil physischer Tank ganz gut und zum Testen. Milotic tatsächlich nicht, das juckt mich gar nicht. Guzma an sich, ja, ich feiere Guzma, aber den muss man mehrmals pullen, genauso wie wahrscheinlich die anderen auch. Lassen wir das mal vorweg, ja, würde ich dann auch ziehen. Simsala, auf jeden Fall richtig starkes Pokémon. Ist mittlerweile kein Supporter mehr, ist ein Striker, meiner Meinung nach. Traunmagil. Ich glaube, Traunmagil hatte keinen Synchrit bekommen, ne? Schade, sei es drum. Aber würde mich tatsächlich auch nicht interessieren, selbst mit Synchrit. Evoli tatsächlich will ich noch bekommen. Hante ich schon, seitdem es draußen ist. Das Rotom, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ultra Strong. Ansonsten Octillery. Nee, danke. Und den Rest, glaube ich, habe ich, ne? Ja. Hier tatsächlich, ging so ein bisschen das Thema rum. Ich glaube auf Reddit. Ich schaue da mal so hin und wieder rein alle zwei, drei Tage und lese mir ein paar Sachen durch. Und da ging mal so ein Thema rum bezüglich hier Rosie Botogil und wie hieß dieser andere Chefkoch nochmal? Narcisse, glaube ich. Naja, Narcisse und Octillery. Ob die wiederkommen? Und einige sagen, die werden Safe Cold wiederkommen. Ich glaube tatsächlich nicht, weil da steht Season 2019 und wenn wir Weihnachten haben, wird es wahrscheinlich Season 2020 sein. Ich hoffe es natürlich nicht, wirklich. Ich hoffe, die bleiben exclusive. Ich hoffe es zu 100%. Es ist natürlich schade drum für die Leute, die die Pokémon nicht haben und dann nie wieder kriegen können. Aber darum geht es ja bei solchen Pokémon. Deswegen haben die auch ein Season 2019 im Namen. Deswegen ist wirklich schade drum, aber bitte nicht, bitte. Das macht die so exklusiv. Und sollten die irgendwann Synchrit kriegen, dann werden die ultra OP. Und dann werde ich jetzt schon wieder, sollte ich bis dann noch spielen oder aktiv spielen oder was weiß ich, wieder Leute rumheulen sehen, dass die man nicht ziehen kann oder konnte oder so. Aber so ist das nun mal. Ja, und dann haben wir hier noch die beiden Starter-Pokémon. Green Gang for Life, bin wirklich an sich froh. Über den Double Crit Buff, I don't know, habe ich bereits ein Video gemacht. Ja. Muss jemand high gewesen sein oder so. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Aber ja, das ist die Box. Mewtwo, natürlich Max. Die anderen Legendaries, alle Max. Mew, auch 5 Sterne und so. Ho-Oh kann man ja leider nicht maxen. Ansonsten, was könnte ich noch zeigen? Keine Ahnung. Potenzialattacken oder so. Maybe. Ja. Hier sieht man das ja von den 3er und 4ern, welche ich alle auf Max habe, also 5 von 5. Schade, dass man das nicht sortieren kann. Kann man das nicht sortieren? Nee, leider nicht, okay. Sehr schade, sehr, sehr schade. Ich wünsche mir immer noch, dass wir so ein komplettes Menü haben. Das wäre richtig sick. Und da dann an sich alles sortieren könnten oder nur angucken können. Oder, wisst ihr, was ich meine? Einfach ein komplettes, so ein Teammenü einfach. Ja, ihr seht es ja. Hier Max, Max, Max. Da, das habe ich auf 20 von 20 potenziell Pässen gemacht, weil die Queen einfach OP war damals. Ich bereue es aber mittlerweile. Aber jetzt, dadurch, dass man, sage ich mal, diese Agro wegnehmen kann mit dieser eine Funktion, die ja gekommen ist, ist es ganz okay, aber ich bereue es trotzdem, weil sie ist so outdated mittlerweile, meiner Meinung nach. Selbst manche Supporter oder so, die ein Synchrit haben, die auch damagen sie fast. Oder manche sogar richtig hart. Finde ich tatsächlich schade, aber ja. Was soll man machen? So ist das Leben. Ja, Mew Max, hier unten alles 3 Max von den Legendaries. Bisaflor war ich auch am überlegen, ob ich da diese Kuchen reinballer und vielleicht ein Showcase-Video mache. Und dann muss ich das auch noch 5-Star machen, mein Halal. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ansonsten gibt es nicht wirklich viel zu erzählen, wenn ich ehrlich bin.
Vielleicht interessiert es den ein oder anderen noch, was für Lucky Skills ich habe, aber ja, ist nicht viel, hat man ja am Anfang gesehen. Ich habe hier noch Special Attack Resistance 9. Natürlich will ich das haben, was den Spezialangriff bzw. alle Stats komplett migiert bzw. denied, dass es nicht gesenkt werden kann, die Stats, aber will ich das jetzt unbedingt haben? Yeah, I don't know. So, hier natürlich Volltreffer 2 habe ich ja einen Showcase gemacht. Ultra starkes Pokémon auf einmal mit dem Volltreffer 2. Holy shit, wirklich ultra stark. Kann ich nur empfehlen. Titomega seit Syncrit. Boah, Chockgesell. No joke. So, dann haben wir auf Rayquaza Werte 9. Ist halt genauso Pech gehabt wie bei hier Gewaldro. Ist im Prinzip dasselbe. Im Prinzip, aber ja, okay. Immerhin 9er, okay, das Höchste. Das heißt, es migiert am meisten, aber naja, Pech gehabt. So, dann Glurak hatten wir von Anfang an schon Leiste 3. Was ich damals nicht wusste, weil alle gesagt haben, man will unbedingt Critical Strike 2 und so. Und dann hat sich herausgestellt, Leiste 3 war das Stärkste für eine Zeit lang. Kommen darauf gleich nochmal zu sprechen. Für eine Zeit lang aber. Jetzt ist es mittlerweile nicht mehr. Jetzt mittlerweile wieder Critical, also diese kritische Angriff, kritische Treffer, weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, das Stärkste. Aber wir haben Leisten 3, ich glaube, beim zweiten oder dritten Versuch oder so bekommen. Und damals sagt sie so, ja, das nehme ich, das ist ganz cool. Und hat sie herausgestellt, dass es das Stärkste war. Aber dann hat DNA das ohne offiziellen Patchnotes, genervt, ne? Ein auf Sneaky-mäßig. Seitdem ist halt Critical Strike besser. Aber ja, die hier, die haben eh nichts, ne? Ne, das ist einfach nur, weil die Attacken und so alles gelernt haben, ne, ja. Ja, das im Großen und Ganzen waren meine Cookie-Skills. Mehr habe ich nicht. Ich müsste auf Mew vielleicht noch Dauntless kriegen und so, aber juckt mich zurzeit nicht. So. Sagen wir es so. Ah ja, ansonsten, da habe ich nichts zu zeigen. Mission haben wir geschaut. Ja. Keine Ahnung. Sonst habe ich tatsächlich nichts zu zeigen. Weiß nicht, wenn euch irgendwas einfällt, vielleicht noch das hier, I don't know. I guess, keine Ahnung. Wenn euch noch irgendetwas einfällt, was ich vergessen habe, lasst mich in den Kommentaren wissen. Dann mache ich vielleicht noch ein Video darüber oder so. Ich weiß nicht, interessiert das überhaupt irgendjemanden hier? I don't know. Whatever, es war eine spontane Idee. Ich dachte, ich bringe mal das, ne, anstatt gar nichts. Und ja, keine Ahnung, mir fällt nichts mehr ein. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat und vielleicht ein bisschen geschaut habt, wäre sehr Ehre, wenn ihr erst einen Daumen nach oben da lassen würdet. Wäre mega sick. Vielleicht auch ein Abonnement. Warum nicht? Jetzt bettel ich drum. Warum nicht, Bruder? Mach ich mal. Nein, aber was ich sagen wollte, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, dann lasst mich mal in den Kommentaren wissen. Vielleicht habt ihr irgendeine Idee, die ich als Video bringen könnte für Pokémon Masters. Ich habe nämlich tatsächlich keine Ideen. Gar keine. Ich bin auch raus vom Game, wirklich. Ich mache nur meine Einlog-Kacke, mache meine Dailies, die ich nicht mal komplett mache, nur für das hier. Also für die tägliche Kacke hier. Mehr mache ich nicht. Und das war's dann. Aber ja, whatever. Daumen nach oben, wem es gefallen hat. Ich habe schon zu lange gelabert. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.